Willkommen im Casino namens Wall Street. Optionen sind der Treiber der Märkte. Das ist Mechanik. Da haben wir eine euphorische, eine manische Stimmung an den Märkten. Das setzt sich um in Käufe von Call-Optionen. Das wiederum zwingt Market Maker, diese Call-Optionen an Kunden verkaufen. Praktisch zur Absicherung, denn die wetten ja faktisch gegen den Kunden. Geht der Kunde auf steigende Kurse, etwa bei einer Nvidia-Aktie, dann macht der Market Maker in der Regel Folgendes. Er sichert sich ab, indem er die Nvidia-Aktie kauft, versucht dann sozusagen über den Verkauf der Option noch eine kleine Marge zu bekommen. Dementsprechend ist die Stimmung euphorisch. Die Kunden kaufen diese Call-Optionen, die Market Maker müssen dann das Underlying kaufen und so schaukelt sich diese Mechanik im Casino nach oben und das geht so lange gut, bis es dann nicht mehr gut geht. In der Regel geht es nach dem Verfall dann nicht mehr so gut. Das ist zumindest die Beobachtung, die man machen kann aus den letzten Jahren. Wir haben heute den zweitgrößten Verfall der Geschichte. Schauen wir uns die Konstellation an. Wir hatten gestern den Tag mit den höchsten Call-Volumina an den Märkten ever, also neues Allzeithoch. Hier sehen wir das. Und was wird gekauft? Es ist vor allem Tech. Das sehen Sie hier blau und rot ist Discretionary. Tesla zählt zum Beispiel zu Discretionary, wenn man sich mal die Optionen auf einzelne Aktien anschaut. Viel wird auch Index gekauft, SPY etwa, also praktisch auf den S&P 500, aber viel eben dann auf Einzelaktien. Tesla immer Nummer 1, Nvidia immer Nummer 2, dann meistens AMD, also die KI-Namen sozusagen. Tesla so ein halber KI-Name, however, jedenfalls, das ist die Mechanik, die derzeit diese massiven Übertreibungen an den Märkten auslöst. Wir sind jetzt drei Standortabweichungen praktisch über den normalen Dingen und das ist eine Sache, die sich dann normalerweise immer wieder zurückentwickelt, Reversion to the Mean, Rückkehr zum Durchschnitt, meistens sogar dann unter den Durchschnitt, dann Übertreibung nach unten. Die Frage ist nur, von welchem Niveau das passiert, wann das passiert. Der Nachverfall ist eigentlich dafür eine gute Zeit, am Montag Feiertag in den USA, by the way. Wir haben gestern die meistgehandelten Optionen waren SPY, also auf den S&P 500, June 440 Calls, also praktisch Calls auf den SPY, der den S&P 500 abbildet mit einem gigantischen Volumen. Schauen wir uns mal an, das Open Interest hier aus Maverick of Wall Street, der das hier aufgelistet hat. Da liegen bei 440 im SPY, der gestern geschlossen hat bei 442,6, liegt also sehr viel Interesse. Das heißt, die Käufer dieser Optionen hoffen, dass der SPY mindestens bei 240 schließt. Was werden aber die Market Maker normalerweise machen? Die sagen sich, naja, wir wollen ja auch Geld verdienen, also müssen die anderen das Geld verlieren. Also hätten wir durchaus ein Interesse, dass wir unter 440 reinkommen beim SPY. Also ein Stück tiefer. Dementsprechend denke ich, dass das wahrscheinlich dann so der Fall sein wird, dass man versuchen wird, seitens der Market Maker den Markt ein bisschen nach unten zu drücken, um diese Calls praktisch zu entwerten. Hier sehen wir mal das Put-Volumen, 435, das noch größte Interesse, aber schauen Sie sich mal das Open Interest an, das ist lächerlich im Vergleich zu den Calls. Da sehen wir also schon dieses Ungleichgewicht zwischen Calls und Puts, also diese Mechanik, die da die Märkte treibt. 2,2 Billionen verfallen heute an den Märkten hier am großen Verfall. Das ist der größte Juni-Verfall ever. Wir hatten im Jahr 2021 mal einen Verfall. Ich glaube, es war der Dezember-Verfall, der noch größer war, aber nicht viel. Hier sehen wir mal, was gestern passiert ist an den Märkten. Zunächst hatten Trader versucht, über Zero-DTE-Optionen gegenzuhalten, weil man gesagt hat, oh, das mit Paul, das war doch ein bisschen hawkisch mit der Fed. Märkte gestiegen, aber... Und dann hat man zum Handelsschluss die letzten zweieinhalb Stunden massiv diese Zero-DTE-Calls gekauft. Das hat den Markt dann am Schluss nochmal deutlich nach oben getrieben, vor allem den Nasdaq, der jetzt zum Russell 2000 praktisch alles wieder gut gemacht hat, fast. Wir waren ja auf Allzeithoch, Nasdaq in Relation zu Russell, also wenn man so will, Tech zu Value, wobei Russell, da ist auch viel Short drin, gar keine Frage. However, wir sehen, wie das Ganze wieder nach oben dreht. Der Russell, der schwächste Indie, der
Index, Dow Jones, vor allem S&P, Nasdaq, so um und bei auf einer Linie. Und der VIX ist gestern auch gestiegen, erstaunlicherweise. Hier sehen wir das. Der hat praktisch hier keine neue rote Kerze gemacht, sondern sogar eine grüne Kerze, nicht besonders groß, aber er ist zumindest nicht gefallen. Das heißt, die Vola ist nicht nach unten gegangen. Unten sehen Sie mal einen Saisonalitätschart des VIX von Nomura, aber schauen wir uns mal den Vergleich an zwischen der Dotcom-Blase und heute, und das erinnert ja sehr, sehr vieles daran, künstliche Intelligenz, hat er künstliche Intelligenz gesagt, dann hat er 10% Kursanstieg verdient, meine Damen und Herren. Obwohl völlig unklar ist, was da rauskommen wird. Viel Potenzial, viel Risiken, viel Chancen. Wer davon profitieren wird, wer über den Jordan gehen wird, wir wissen es schlichtweg nicht. Aber das interessiert so wenig wie damals 1999, was für Veränderungen das Internet bringen wird. Hier sehen wir mal den Vergleich. Da sind wir sogar jetzt stärker noch in der Euphorie als im Jahr 1999. Dann kam damals nochmal der finale Blow-Off, also praktisch der Run nach oben, die letzte Übertreibung, der letzte Fahnenstangchart, massiv heftig, der dann implodiert ist, wie wir wissen. Es wird diesmal genauso passieren. Wir sind sogar, normalerweise sind für den Nasdaq ja Nachwahljahre in den USA durchaus ganz positiv, vor allem das erste halbe Jahr. Ab Juli wird es dann schwieriger und da sind wir deutlich besser bisher. Ich komme im Anstieg von jetzt fast 39% als sowieso. Hier sehen wir, wie überkauft wir sind in allen Parametern beim XLK. Das ist praktisch der Tech-Sektor innerhalb des S&P 500 Bullish Percentage Index. Die Werte ziemlich am Anschlag. Hier sehen wir den Nasdaq mit 8 Wochen in Folge mit Gewinnen. Das ist die längste Gewinnstrecke seit Jesus Christus. Jetzt ist natürlich Zeit, all in zu gehen nach dieser langen Gewinnstrecke. Gar keine Frage. Und Gruppen 6, die bisher ja sehr bullish waren, werden jetzt bärisch. Die sagen, wir sehen eine sehr hohe Chance eines Rückschlags beim S&P von, man geht ja mal von einer Zahl von 5% aus, verweist auf die schwachen Wirtschaftsdaten, etwa ISM, verweist auf die Anzeichen, dass die Unternehmen durch die Abschwächung der Wirtschaft in eine schlechtere Position kommen, gerade auch jetzt durch die Wirkung der Zinsen. Und das, so Gruppen 6, ist in der Regel ein Vorläufer für eine Korrektur. Und so sieht man die Wahrscheinlichkeit einer solchen Korrektur in der 99. Perzentile innerhalb der letzten 27 Jahre. Dagegen sind Puts extrem günstig in Relation zu dem Risiko, so Goldman Sachs. Und hier sehen wir mal das Put-Call-Ratio. Wir haben es vorhin gesehen beim SPY. Da sind überhaupt gar keine Vergleiche mehr teilweise möglich zwischen Put und Call. Und so wäre durchaus auch mal beim Nasdaq eine 10% Korrektur drin. Schauen wir mal unten, was da an Überkauftheit ist. Das ist extremer als sogar in den letzten Jahren. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Gilt auch für Nvidia. Hier zum Beispiel auffällig, dass die Insider, also das Management von Nvidia, seit 2020 nicht gekauft hat, sondern nur verkauft hat. Hier sehen wir die ganzen Verkäufe. Aber wenn man jetzt selber davon überzeugt ist, wow, Nvidia gehört die Zukunft, ich kaufe die Aktie jetzt, auch wenn sie über 400 Dollar ist, dann würde ich doch die Aktie kaufen, oder nicht? Aber scheinbar sind die Insider bei Nvidia davon nicht so überzeugt, weswegen sie nur verkaufen und nicht gekauft haben in den letzten 3 Jahren. Das mal nur nebenbei. Hier sehen wir den S&P 500 oben. RSI von 76, der höchste Wert, den wir in den letzten Jahren erreicht haben, sind jetzt hier, wenn man hier so einen Trendkanal ziehen will, ganz oben. Gut, wir sind schon durch manche Trendkanäle nach oben ausgebrochen in letzter Zeit, keine Frage. Hier sehen wir mal, wie schnell das Sentiment, Risk Appetite, das Sentiment von Sentiment Trader, wie schnell das gedreht ist, noch aus dem März, Bankenkrise, Booms, jetzt in die totale Euphorie. Und wenn wir gleich noch von der Bankenkrise sprechen, haben wir neue Daten. Hier sehen wir das Anlegersentiment AAII. Ja, noch ein Ticken euphorischer geworden dagegen. Die Vermögensverwalter NAAIM haben jetzt von 91 auf 81 reduziert. Also die haben teilweise jetzt schon die Chips vom Tisch genommen, offenkundig. Auch JP Morgan sagt, das wird ein Problem für die Aktienmärkte schon jetzt Richtung Ende Juni, denn da endet das Quartal und dann müssen die Profi-Investoren, die institutionellen Investoren ihre Portfolios rebalancen und das wird bedeuten, sie müssen ihren Anleiheanteil
verstärken und ihren Aktienanteil reduzieren, so sagt es JP Morgan. Gleichzeitig versucht man Erklärungen zu geben, warum trotz einer hawkischen Fed die Märkte sozusagen diese Euphorie haben. Vielleicht könnte man es mit einem Wort beschreiben, Casino. Aber was ist mit dieser hawkischen Fed hier nochmal? Im Grunde ist jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch nach den Dotplots der Fed, dass die Fed im Juli die Zinsen anheben muss. Wir bekommen aber vorher nochmal Inflationsdaten, die natürlich sehr, sehr wichtig werden. Aber schauen wir uns mal an, dass die Zahl derjenigen, die jetzt weitere Zinsanhebungen sehen, von 7 gestiegen ist auf 16 jetzt zwischen der März- und der Juni-Sitzung. Also da hat sich was verschoben, weil man einfach schlichtweg eben sieht, dass die Kernrate nicht nach unten geht, die Kernrate der Inflation. Man sieht nach wie vor relativ hohen Lohndruck in den USA. Die Löhne reagieren eher auf die Inflation, also auf die gestiegenen Preise. Im Endeffekt aber erzeugen dann die Löhne, die nachziehen, damit die Leute nicht aus dem Konsum kippen, dann eben doch mehr Inflation, und diese Spirale muss man irgendwann durchbrechen. Hier sehen wir diese von mir angekündigten Daten, Geldmarktfonds. Wir haben das erste Mal ganz leichte Abflüsse gesehen. Im April hatten wir zuletzt mal steuerlich bedingt, weil da Steuerzahlungen anstanden, die Amerikaner Steuern zahlen müssen, auch Firmen Steuern zahlen mussten, dass da Gelder abgezogen werden. Jetzt ein winziger kleiner Geldabzug, aber zumindest keine neuen Geldflüsse in die Geldmarktfonds. Allerdings sehen wir dieses neue Tool der Fed, das Bank Term Funding Program, also praktisch so eine Art Unterstützungsprogramm für Banken, erreicht ein neues Allzeithoch mit 102 Milliarden, wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt, nach wie vor müssen die Banken offenkundig in den USA auf die Hilfsgelder der Fed zugreifen, brauchen Liquidität. Die Bank of Japan, die einzige Notenbank, die sich weigert, praktisch ihre Geldpolitik zu ändern, hat das heute Nacht nochmal bestätigt, der Yen daraufhin abgewertet oder schwächer geworden, während die EZB jetzt so ein bisschen zur Bundesbank zu mutieren scheint, also sehr hawkisch gewesen ist, mindestens eine Zinsanhebung, wahrscheinlich zwei im September, so die These. Also die EZB, die vorher ja super dovish war, die Zinsen nicht anheben wollte, Inflation geleugnet hat, jetzt wo die Inflation in der Eurozone wegen schwacher Wirtschaft wahrscheinlich runterkommt, wird jetzt immer hawkischer. Hier sehen wir Baugenehmigungen in Deutschland minus 32%, stärkster Einbruch seit 16 Jahren. Klar, die Zinsen machen sich bemerkbar und die Wirtschaft in Deutschland extrem schwach. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, laut Bloomberg müsste Deutschland jeden Tag 1600 Wärmepumpen und Solarzellen in der Größe von 43 Fußballfeldern installieren, jede Woche 27 Windräder an Land und 4 auf See, damit die Energiewende klappt. Und raten Sie mal, ob dieses Volumen erreicht wird. 1, 2, 3, nein, es wird nicht erreicht und es wird nicht erreichbar sein. Mit anderen Worten, wir werden diese Ziele nicht schaffen. Wir setzen voll auf totale Verstromung. Wir kriegen den Strom aber nicht her. Wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Woche miserable Daten durch die Windkraft. Klar, die Sonne hat geschienen, das war gut für Solar, aber Windkraft ist deutlich wichtiger in Deutschland als Solar. Dementsprechend die Ausbeute extrem mies, was Wind betrifft. Das schafft Probleme. Hier sehen wir rechts mal praktisch die Ziele Deutschlands. Bis 2045 will man ja komplett klimaneutral sein. Wir haben bisher relativ wenig Fortschritte gemacht auf diesem Weg hin. Und jetzt will ja Intel, die Amerikaner wollen in die Magdeburg eine Fabrik errichten. Und Chipfabrik. Und man bekommt jetzt 10 Milliarden Euro Subventionen. Die muss man auch geben, weil einfach die Firmen sagen, bei euch die Stromkosten, seid ihr Gaga, das lohnt sich für uns nicht. Also muss dann letztendlich der Steuerzahler über Subventionen die Firmen hier halten. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, Aurubis, größte Kupferhütte Deutschlands, hervorragende Firma eigentlich, die wollen eine Fabrik für Batterierecycling bauen, eigentlich in Hamburg. Das war der klare Plan. Aber jetzt sagt man, Leute, die Stromkosten, wie sollen wir das darstellen? Wir müssen uns leider umschauen. Man spricht jetzt mit der Politik, aber das spricht Bände, wie die Lage derzeit ist. Und schauen Sie sich mal hier, wir haben den schlechtesten Ausblick in den G7-Ländern. Kein Wunder bei dieser Politik, denn wir sind dann immer abhängiger von Gas. Nachdem wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, haben wir Kohle nach oben gefahren.
Wenn aber jetzt die Ziele nicht erreicht werden, dann müssen wir mehr Gas kaufen. Jetzt ist aber der Gaspreis massiv gestiegen, 50%. Also droht ein neuer Gasschock, droht eine neue Krise in Europa. Diesen Artikel möchte ich Ihnen anempfehlen, erste Empfehlung. Und wo ist meine zweite Empfehlung? Das war die erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Intel erhält 10 Milliarden Subventionen für Chipwerke in Magdeburg. Und dann eben dieser Artikel hier mit dem Gasschock. Also, zwei Artikel, ich sag Servus, ciao.